Ich denke, dass ein Problem, was wir haben, wenn wir Abschlussarbeiten betreuen, ist, dass wir so viele verschiedene Rollen haben und so viele verschiedene Rollen einnehmen müssen. Also aus unterschiedlichen Rollen heraus agieren müssen, wenn wir Arbeiten betreuen. Wir sind zum Beispiel Inhaltsexperte oder Inhaltsexpertin, weil das ja in der Regel Arbeiten sind, die in unserem eigenen Fachgebiet liegen, wo wir uns sehr gut auskennen. Wir haben aber auch die Verpflichtung, eine Lehr- und Lernsituation zu gestalten, wie immer als Dozentin oder Dozent. Wir begleiten Studierende über einen längeren Zeitraum beim Betreuen. Wir gehen immer wieder auch in eine Beratungsrolle punktuell in diesem Begleitungsprozess. Und wir kommen dann irgendwann in die Rolle der beurteilenden Person und müssen diese Arbeit, die da entstanden ist, bewerten und beurteilen. Und in dieser Rolle sind wir auch eine Vertreterin oder ein Vertreter der Institution Hochschule. Und wenn man das noch weiter denkt, dann vertreten wir in dieser Rolle letztendlich auch den Staat an einer staatlichen Hochschule. Und diese verschiedenen Rollen, die greifen ineinander und lassen sich auch nicht immer gut trennen. Und die machen es manchmal schwierig, gerade wenn man wechselt zwischen ich muss begleiten und beraten und ich muss aber am Ende auch bewerten. Für die Studierenden wäre es natürlich wünschenswert, wenn es da eine Transparenz gäbe, eine Rollenklarheit, wo sie genau wissen, wann wir in welcher Rolle agieren. Für uns selber wäre es wahrscheinlich auch wünschenswert, das würde vieles einfacher machen. Aber wie gesagt, das ist so ein ganzer Strauß und lässt sich nicht so einfach auseinanderpflücken. Trotzdem denke ich, dass es ein erster Schritt ist, sich darüber klar zu werden, dass man diese vielen verschiedenen Rollen hat und immer mal zu überlegen, so in welcher Rolle bin ich denn jetzt, in welcher Rolle agiere ich denn jetzt eigentlich, wenn ich Abschlussarbeiten betreue. Abschlussarbeiten sind ein konstituierender Teil der Hochschulausbildung und sie stellen sowohl eine Prüfungsleistung dar als auch ein Abschlussritual. Also Abschlussritual auch deshalb, weil das sowas ist, wo alle durch müssen, egal was sie studiert haben. Auch wenn das kein sehr schreiblastiges Fach war, ist dieses Ritual des Schreibens einer längeren Abhandlung immer der Abschluss eines Studiums. Was sollen Abschlussarbeiten leisten? Es geht darum, dass Studierende Selbstständigkeit in der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen demonstrieren sollen. Die Studierenden haben damit aber auch die Möglichkeit, ein fachliches Gebiet zu vertiefen. Und obwohl die Anforderungen von Stufe zu Stufe steigen, verlangen sowohl Bachelor als auch Master und letztendlich dann natürlich auch Doktorarbeiten Wissenschaftlichkeit im Denken, im methodischen Vorgehen und im fachlichen Argumentieren. Die Studierenden müssen zudem zeigen, dass sie die Konventionen, Rhetorik und fachspezifische Theorien und Begriffe beherrschen. Das ist eine ganze Menge. Die Anforderungen sind also komplex. Und ebenso komplex sind auch die Anforderungen an Lehrende, wenn sie die Abschlussarbeiten betreuen. Ich habe jetzt aus diesem Rollenstrauß drei Rollen herausgezogen, nämlich begleiten, beraten und beurteilen und würde die im Folgenden gerne durchgehen und da auf Herausforderungen eingehen, die diese Rollen mit sich bringen. Wobei ich Begleiter, Begleiterin als die langfristige Rolle in dem ganzen Prozess sehe und Berater, Beraterin die punktuelle Rolle in Sprechstundengesprächen und beurteilende Person ist dann die Vertretung der Institution, wo es dann eben die Note gibt. Was ich jetzt so erzähle, was ich gleich herausgesucht habe, beruht zum einen auf anderen Workshops, die ich mit Lehrenden gemacht habe, auch auf eigenen Erfahrungen und ich bin auch inspiriert worden von den Schweizer Kollegen von Daniel Amann, Monique Honegger und Elias Ferrari von der PH in Zürich. Die Rolle der Begleiterin, was könnte die für Herausforderungen mit sich bringen? Es könnte durchaus passieren, dass man die Studierenden kaum kennt, die an einen herantreten oder vielleicht eine E-Mail schreiben, ob man ihre Arbeit betreuen würde. Was man da tun kann, ist, dass man ein erstes Kontaktgespräch vereinbart, was wirklich nur ein erstes Kontaktgespräch ist,
und nicht gleich eine Beratung, wo man erstmal so klärt, ob es überhaupt miteinander geht, ob der inhaltliche Fokus, die Methode stimmen, ob man gegenseitig miteinander kann, ob man Erwartungen klären kann. Und dann den Studierenden eine Bedenkzeit zu geben und zu sagen, wenn sie sich das vorstellen können, dann machen sie doch nochmal einen Termin für so ein, naja, wie so ein Kick-off, also so ein Start des Betreuungsverhältnisses aus. Und da muss man dann unbedingt auf, natürlich auf die studentische Initiative warten und gucken, ob sie sich wirklich melden. Ich würde in diesem Punkt auf keinen Fall zu viel Zeit investieren, weil es ja oft auch nicht klar ist, ob das dann wirklich die Betreuungskonstellation wird. Dann vereinbart man vielleicht mit den Studierenden was und dann halten die sich nicht an die Vereinbarungen. Da kann es helfen, dass man Vereinbarungen schriftlich fixiert, dass man sowas wie Betreuungsvereinbarungen macht und auch, dass man langfristig Sprechstundentermine, ruhig auch mehrere, festlegt. Was man nicht machen sollte, ist, alles zu kleinteilig zu vereinbaren. Also diese schriftliche Vereinbarung sollte nicht zu lang sein, weil es sonst auch wieder zu komplex und zu kompliziert wird. Und ich finde es auch wichtig, dass es nicht nur eine One-Way-Communication ist, sondern dass beide Seiten auch äußern können, was ihnen wichtig ist in der Betreuung von Arbeiten. Also ruhig auch die Studierenden fragen, was erwarten Sie denn von mir? Was möchten Sie denn gerne in der Betreuung erleben? Es kann auch passieren, dass man die Schreibkompetenz der Studierenden nicht gut einschätzen kann. Da kann man die Studierenden nach früheren Schreiberfahrungen ruhig auch mal fragen, wie es ihnen denn bisher so ergangen ist im Studium mit schriftlichen Arbeiten. Man kann mit Exposés arbeiten, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Und ich biete auch immer an, dass wir mal eine frühere Hausarbeit oder Seminararbeit gemeinsam angucken, um zu gucken, entspricht das eigentlich dem, was meine eigenen Vorstellungen von einer guten schriftlichen Arbeit sind? Weil das kann ja auch sehr weit auseinandergehen mit dem, was andere Kolleginnen und Kollegen so sagen. Was man da nicht machen sollte, ist Textproben zu detailliert kommentieren. Hallo. Und nicht nur auf die Schwächen schauen. Also wenn ich eine frühere Hausarbeit habe, dann ist sie auch aus einem früheren Studienstadium. Sollte man nicht zu sehr, nicht zu kritisch betrachten. Und man kann diese Gelegenheit auch gut nutzen, um den Studierenden zu sagen, was sie schon gut machen. Also was man da sieht, was in dieser Arbeit gut gelungen ist, was eine gute Basis auch darstellt für das umfangreichere Arbeiten in einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Denn wir wissen aus der Schreibforschung, dass das Stärken von Stärken, also das, was Studierende gut können, wenn man das ausbaut, bringt das für die Entwicklung der Schreibkompetenz viel mehr, als wenn man nur auf die Schwächen schaut und versucht, die Schwächen wegzukriegen. Wenn man die entstehende Arbeit schwer einschätzen kann, ist auch hier wichtig, dass man mit einem Exposé arbeitet und das dann auch bespricht. Und dass man besonders auf einen thematischen Fokus und eine gute Fragestellung achtet. Das ist sehr wichtig, dass man die Studierenden da nicht völlig allein lässt, sondern das wirklich mit begleitet. Auf der anderen Seite muss man aber auch gucken, dass man da nicht alles vorschreibt, denn es soll natürlich auch eine eigenständige Leistung sein. Und das ist ja auch das, was letztendlich den Studierenden Spaß macht, dass sie da eine gewisse Eigenständigkeit haben können. Es kann passieren, dass man sehr viele Studierende betreuen muss und gar nicht mehr so genau im Kopf hat, wer jetzt eigentlich bis wann und worüber schreibt. Da kann eine Lösung sein, dass man die Studierenden bittet, Ergebnisprotokolle der Sprechstundengespräche zu schreiben und sich die schicken zu lassen. Die kann man sich dann abspeichern und vor der nächsten Sprechstunde einfach nochmal angucken. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, auch wenn man viele Studierende betreut, nicht auf Sprechstundengespräche zu verzichten. Und nicht einfach Arbeiten anzunehmen, wo man vorher gar nichts von gesehen hat oder nichts mitgekriegt hat, weil man sich damit auch in die Gefahr begibt, dass man nicht weiß, sind es vielleicht Plagiate oder auch Ghostwriting-Produkte, wenn man den Entstehungsprozess nicht mitbekommen hat. Dann gibt es Studierende, die immer wieder um Aufschub bitten. Das passiert natürlich eher jetzt nicht bei Abschlussarbeiten, weil da bestimmte Grenzen gesetzt sind. Aber ich kenne das eben aus anderen schriftlichen Arbeiten, Seminararbeiten. Wenn das passiert, ist es wichtig, die Ursache zu erfragen und herauszufinden, was ist eigentlich das Problem und gegebenenfalls auf Hilfsangebote zu verweisen. Schreibzentrum, Schreibmentoring.
Schreibgruppen, eventuell auch die psychologische Beratung und eben darauf zu verweisen, dass Aufschub auch nicht unendlich möglich ist, gerade bei Abschlussarbeiten. Ich weiß nicht genau, wie das hier geregelt ist, aber ich kenne durchaus Studiengänge, wo die Studierenden ihre Arbeiten erst anmelden, wenn sie schon relativ weit fortgeschritten sind, sodass sie tendenziell sehr viel Zeit haben. Und da ist es dann wichtig, irgendwann auch zu sagen, so jetzt melden Sie mal an, damit Sie auch eine Chance haben, fertig zu werden und wirklich eine echte Deadline haben. Der Klassiker bei so, ich komme nicht weiter, ich schaff's nicht, sind ganz häufig doch tatsächlich die Fragestellungen. Also da nochmal ganz genau mit den Studierenden zu gucken, ist die Fragestellung eng genug? Ist überhaupt eine da? Kann man damit arbeiten? Und man kann die Studierenden auch bitten, konkrete Zeitpläne selbst zu erstellen mit Zwischendeadlines und Sprechstundenterminen und sich das eben von ihnen vorschlagen und schicken zu lassen. Und dann muss man gar nicht die Rolle haben, das zu kontrollieren. Das ist gar nicht nötig. Das reicht in der Regel schon, dass sie wissen, dass ich es weiß oder dass sie als Dozentin oder Dozentin das wissen und dass da noch eine Instanz mehr mit im Spiel ist. Man muss natürlich auch immer für sich selber klären, wie lange ein Aufschub tragbar ist und die institutionellen Regelungen kennen, die ja bei Abschlussarbeiten dann auch eine große Rolle spielen. Generell plädiere ich dafür, keine Regeln ohne Ausnahme durchzusetzen, weil es doch oft gute Gründe gibt, wo man dann, wie gesagt, auf entsprechende Stellen verweisen muss. Also zum Beispiel ist es für Studierende ja auch möglich, einen Nachteilsausgleich zu beantragen, wenn sie psychische Probleme haben oder Angehörige pflegen oder so. Und mitunter wissen die das nicht. Und dann ist es, sehe ich auch das in der Rolle als Lehrende und Lehrende, dass man so etwas weiß und die Studierenden darauf hinweist. Die Frage nach dem Feedback. Ich würde gern effektiver Feedback geben. Da kann ich als erstes die Weiterbildung hier am CTL empfehlen, wo Sie das lernen können, wie man gut Feedback geben kann auf studentische Texte. Ich finde es wichtig, mit Zwischentexten zu arbeiten. Zwischentexte verstehe ich drunter, die Texte auf dem Weg zur endgültigen Arbeit, die Zwischenprodukte sich auch anzugucken und darauf Feedback zu geben, indem man exemplarisch kommentiert, also auch nicht alles durchkorrigiert, aber exemplarisch arbeitet. Man kann mit einem Minimal Grading Rubrik arbeiten, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und was man auch machen kann, ist mit Videofeedback arbeiten. Es gibt mittlerweile gute Programme, mit denen man Texte am Bildschirm durchscrollen kann und dazu sprechen kann und den Studierenden so ein kleines Video erstellen kann, wo man ihnen zeigt, was gelungen ist und was noch nicht so gelungen ist. Ein sehr großer Vorteil von Freeware ist da, dass die oft auf 5 Minuten beschränkt sind, wenn man die gratis nutzen will, und dann kommt man nicht in Versuchung, das zu lang zu gestalten. Es ist nicht unbedingt zeiteffektiver, das auf keinen Fall. Es kostet mindestens genauso viel Zeit, wie das direkt in der Sprechstunde zu machen. Es könnte aber sein, dass es für die Studierenden insofern effektiver ist, als dass sie es halt nochmal angucken können, es stoppen können, drüber nachdenken können. Während Sie in der Sprechstundensituation, weil ich ja auch später die Rolle als Bewerterin habe, eventuell auch ein bisschen angespannt und aufgeregt sind und das nicht so aufnehmen können. Ja, das hat sich jetzt schon auch ein bisschen überschnitten mit der Rolle als Beraterin. In den Sprechstundengesprächen kann es passieren, dass man merkt, dass die Arbeit keinen Fokus hat, zu lang wird, zu kurz wird oder stockt. Da sage ich es noch zum dritten Mal, die Fragestellung anzuschauen ist immens wichtig. Den Studierenden dabei zu helfen, eine gute und machbare Fragestellung zu entwickeln und sie gegebenenfalls dann auch auf die Schreibberatung, auf das Schreibmentoring zu verweisen. Man sollte das an dieser Stelle auf keinen Fall einfach laufen lassen in der Hoffnung, dass es schon werden wird, weil das wird es dann in der Regel nicht. Wenn man mit Zwischentexten arbeitet, ist es mitunter so, dass sie dann voller Rechtschreib- und Grammatikfehler sind. Da kann man dann darauf hinweisen, für mich als Leserin ist es anstrengend und schwer verständlich. Deswegen bitte ich Sie, sich darum zu kümmern, dass das besser wird, dass ich es besser lesen kann und wirklich dann auch eine Überarbeitung einzufordern. Auch da ist es wichtig, exemplarisch zu arbeiten, exemplarisch nur Fehler zu markieren, nicht komplett durchzukorrigieren und stattdessen dann darauf zu verweisen, wenn Sie da Systematiken erkennen, was sich immer wiederholt.
Ich habe festgestellt, dass es auch durchaus hilfreich ist, mit den Studierenden darüber zu reden, wie sie denn eigentlich ihre Texte korrigieren, was sie dafür Strategien haben, ob sie überhaupt welche haben, ob sie auch die Funktionen in den gängigen Textverarbeitungsprogrammen überhaupt kennen, ob sie wissen, es gibt eine Rechtschreib- und Grammatikkontrolle und wie schaltet man die an oder aus. Und wie sie ihre Texte Korrektur lesen, ob sie die ausdrucken, ob sie sie laut lesen, weil das so Strategien sind, mit denen man viel mehr Fehler findet, als wenn man einfach nur am Bildschirm liest. Es kann mitunter schwerfallen, nicht zu sehr einzugreifen, gerade wenn man Expertin oder Experte für das Thema ist, um das es geht. Hier kann es helfen, wenn man in eine bewusst fragende Haltung geht und offene Fragen formuliert an die Schreibenden. Also zu fragen, warum haben Sie an dieser Stelle dieses oder jenes gemacht, und nicht aus der Haltung als Expertin heraus direkt zu sagen, das können Sie so und so nicht machen. Ich will damit nicht sagen, dass man das gar nicht machen darf, aber um den Schreibprozess zu unterstützen, ist es hilfreicher, erstmal mit offenen Fragen zu arbeiten. Man kann das eigene Verständnis spiegeln, sagen, ich habe Sie hier so und so verstanden, ich habe verstanden, dass Sie das und das sagen wollen. Und man kann natürlich auch gezielte Literaturhinweise geben und sagen, lesen Sie das nochmal und bauen Sie das mit ein. Das ist dann doch noch mehr eigenständige Arbeit der Studierenden. Wenn die Zwischentexte nicht so gut werden, dann würde ich sagen, das ist genau das, was die Eigenschaft von Zwischentexten sind. Die sind Bausteine auf dem Weg zum Endprodukt und da gehört Imperfektion dazu. Es ist dann wichtig, dass man es schafft, die Rückmeldung zu fokussieren auf das, was das Wichtigste ist und nicht auf jede Kleinigkeit eingehen zu wollen. Es kann da auch hilfreich sein, die Studierenden Fragen formulieren zu lassen, also zu fragen, worauf wünschen Sie sich von mir jetzt eine Rückmeldung? Was ist Ihnen denn jetzt am wichtigsten? Was sind Ihre Fragen? Dann ist es auch hilfreich, wenn man selbst an diesen Punkten durch Rückmeldung nochmal überprüft, ob die Anmerkungen verstanden wurden. Also indem man die Studierenden bittet, die Rückmeldung, die ich gegeben habe, nochmal in eigenen Worten zu formulieren, damit ich verstanden habe, ob das bei denen auch wirklich angekommen ist. Und dann auch die Studierenden zu bitten, Überarbeitungsschritte zu formulieren, also zu sagen, was sie jetzt denn als nächstes machen werden, als weiteren Schritt. Und das kann man sich, wie ich vorhin sagte, dann auch schriftlich nochmal als Ergebnisprotokoll zuschicken lassen. Dann gibt es die Situation, dass Studierende in Gruppen schreiben müssen in manchen Fächern oder schreiben möchten, weil es die Prüfungsordnung erlaubt in manchen Fächern. Da ist es wichtig, dass man diese spezielle Situation thematisiert. Die Studierenden zum Beispiel darauf hinweist, dass es keine Zeitersparnis bedeutet. Also wenn sie denken, dass sie irgendwie weniger Arbeit haben, weil sie nur eine halbe Arbeit schreiben müssen oder so, das ist es ja gerade nicht. Sie müssen zusätzlich dann auch noch ein kollaboratives Schreibprojekt managen und das ist eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Es gibt ein sehr gutes Buch dazu, das heißt »Zusammen schreibt man weniger allein« von Melanie Fröhlich, Christiane Henkel und Anna Suhrmann, die genau auf diese Situation eingehen, wenn Studierende gemeinsam schreiben wollen oder müssen. Das ist sehr hilfreich, ist so ein kleines UTB-Buch, das können die sich auch auf jeden Fall besorgen dann. Man sollte in der Sprechstunde auf jeden Fall thematisieren, dieses Thema auch Projektmanagement, so ein Schreibprojekt managen zu müssen. Wie machen die das eigentlich in ihrem Team, in ihrer Gruppe? Wie stellen sie sich das vor? Und man muss sich überlegen, wie das mit der Benotung dann eigentlich läuft. Benoten, also bekommen die alle die gleiche Note am Ende oder sagt man, man benotet nur Anfang, Diskussion und Endteil gemeinsam und dazwischen haben die Studierenden auch noch eigene Kapitel, die man ihnen zuordnen kann, damit sie auch die Chance haben, da nochmal individuellere Noten zu kriegen. Ja, und mit dem Thema Stichwort Noten bin ich dann auch schon in der Rolle der Bewerterin, der Beurteilerin. Da kann es natürlich passieren, dass trotz guter Betreuung und trotz guter Beratung die Arbeit nicht so gut ist, wie man erwartet hatte. Da ist es hilfreich, sich zu überlegen, habe ich eigentlich die richtigen Erwartungen für das richtige Studienniveau gerade. Wenn man viele Masterarbeiten betreut, dann kann es manchmal eine Umstellung sein, wenn man plötzlich wieder Bachelorarbeiten betreut beispielsweise. Also realistisch bleiben, das Niveau mit bedenken.
und die Bewertungen, die man vergibt, explizit zu machen und an Beispielen festzumachen. Also wenn man Gutachten schreibt, die Bewertung wirklich an Beispielen aus der Arbeit zu verankern. Und es ist natürlich auch sehr gut, wenn man noch einen Zweitgutachter oder eine Zweitgutachterin hat, mit denen man sich austauschen kann. Auch hier passiert es leider manchmal, dass immer noch Rechtschreib- und Grammatikfehler durchkommen. Und da würde ich wirklich sagen, sparen Sie sich die Mühe, das durchzukorrigieren bei Abschlussarbeiten. Das bringt den Studierenden gar nichts. Sie dürfen es nämlich nicht mehr überarbeiten. Und sie werden das frustriert durchblättern, wenn sie es überhaupt zurückbekommen, abholen. Und das ist wirklich dann eine Zeitverschwendung. Auch da kann man dann exemplarisch auf einer Seite das festmachen und im Gutachten entsprechend deutlich machen. Ja, wenn man sehr viele Arbeiten betreuen muss und wenig Zeit hat, dann kann das sehr frustrierend werden. Ich kenne das selbst, dass ich dann irgendwie am Wochenende oder abends da gesessen habe, zu Zeiten, wo ich eigentlich Erholung gebraucht hätte, wo ich dann auch schon mit schlechter Laune rangegangen bin und wo ich dann gedacht habe, das ist einfach total unfair jetzt den Studierenden gegenüber, die über Wochen und Monate an diesem Text gearbeitet haben. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man das realistisch einplant, wie viel Zeit man auch braucht, um Arbeiten zu lesen und zu bewerten, und dass man sich dafür Zeitfenster im Kalender blockiert, die genauso feste Termine sind wie Lehrveranstaltungen oder sonstige Meetings, die man hat, dass man sich die Zeit dafür echt blockt. Und man kann mit Bewertungsrastern arbeiten, das macht es ein bisschen schneller mitunter. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wenn man Einspruch fürchtet gegen die vergebene Note, ist es wichtig, dass man seine Beurteilungen an Beispielen aus der Arbeit festmacht und dass man sich gut abspricht mit dem Zweitgutachter, der Zweitgutachterin, ob die die eigene Einschätzung teilen. Ja, und damit komme ich zu dem Punkt, dass man dann letztendlich einen Text bewerten muss. Und würde da gerne nochmal die Möglichkeit vorstellen, mit Bewertungsrastern zu arbeiten. Auf Englisch Rubrics, das ist im englischen Sprachraum viel weiter verbreitet. Das heißt, wenn man Rubrics googelt, dann findet man wirklich sehr, sehr viele Beispiele auch, wo man sich dann was Eigenes draus ableiten kann. Ich möchte drei Beispiele kurz vorstellen. Das erste ist dieses Minimal Grading Raster. Das ist das, was besonders einfach ist. Da hat man einfach auf der einen Seite vier Kategorien, die auch sehr grob sind, nach denen man den Text im Groben beurteilt, und auch nur diese drei Bewertungsebenen schwach, in Ordnung oder stark. Und dann kann man da seine Haken setzen und daraus einen Gesamteindruck ableiten. Peter Elbow, der mit diesem Minimal Grading Rubric arbeitet, ist der Meinung, dass das für die Studierenden mehr bringt als ein zu differenziertes Raster, weil es sonst zu viele Rückmeldungen und Eindrücke auf einmal sind, die sie haben, während sie so etwas haben, was ihnen einen Gesamteindruck gibt und wo sie dann zum Beispiel mit den Lehrenden oder mit Kommilitoninnen und Kommilitonen ins Gespräch drüber gehen können. Etwas differenzierter ist so eine Variante. Da haben Sie also auf der einen Seite die Kriterien, nach denen Sie gucken in der Arbeit, und dann überlegen Sie sich selbst, was für eine Punktzahl Sie dafür vergeben möchten. Und damit haben Sie die Möglichkeit, auch die Gewichtung zu steuern. Also Sie können dann zum Beispiel sagen, etwas, was mir besonders wichtig ist in der Arbeit, das bekommt besonders viele Punkte. Und dann brauchen Sie eben nur noch eintragen, wie viel von diesen möglichen Punkten haben die Studierenden erreicht, wie gut haben sie das geschafft. Und dann kann man sich überlegen, wie viele Punkte geben welche Note. Und dann die Arbeiten relativ transparent und zügiger bewerten. Eine noch detailliertere Variante ist dieses Bewertungsraster. Das haben Sie als Handout, weil ich das jetzt hier nicht so auf die PowerPoint draufkriegen konnte. Der Unterschied hier ist, dass die Kriterien, nach denen bewertet sind, sehr explizit ausformuliert werden. Also ich
hat man überlegt sich da im Vorfeld sehr genau, was bedeutet es, wenn jemand eine sehr gute Fragestellung hat, was bedeutet eine gute, was bedeutet eine, die okay ist und was bedeutet eine, die nicht okay ist. Und dann kann man eben ankreuzen, gucken, ob das zutrifft oder nicht zutrifft. So etwas zu erstellen, erfordert schon einige Arbeit, das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Muss man oft auch mehrere Anläufe nehmen und das auch immer wieder mal nochmal angucken und anpassen. Aber dann hat man eben was, was man ganz gut so verwenden kann, was man auch bei Seminararbeiten zum Beispiel den Studierenden als Rückmeldung mitgeben kann, was die dann haben. Worauf man achten muss, ist, dass man pro waagerechter Zeile nur ein Kriterium hat. Also anders als in dem Minimal Grading, wo mehrere verschiedene Aspekte mit einem Haken bedacht wurden, ist es hier sehr genau differenziert, damit man genau weiß, was ist es jetzt eigentlich, was ich gerade ankreuze. Und wie gesagt, das waren jetzt drei Varianten. Es gibt zahlreiche andere Varianten, die denkbar sind. Und ich möchte jetzt abschließend noch auf den Punkt der Rahmenbedingungen eingehen und gucken, welche Rollen und Anforderungen verbergen sich eigentlich hinter dem, was ich mir persönlich wünsche, was mir wichtig ist und was die Studierenden wissen sollten. Also was kann ich transparent machen, um dann eventuell eine Betreuungsvereinbarung mit den Studierenden abschließen zu können. Diese Anforderungen, die basieren auf einem Handout, was Gabriela Ruhmann mal erstellt hat, und zwar einer Checkliste für Gespräche mit Lehrende, die ich sehr hilfreich fand und dann weiter ausgebaut habe. Also ein Aspekt, den man sich angucken kann, sind die Rahmenbedingungen. Die Frage ist, wann ist die späteste Abgabe, wann ist es laut Prüfungsordnung so, welche internen Vereinbarungen gibt es? Zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben ein Forschungssemester ab dann und haben dann keine Zeit, dass man sowas den Studierenden transparent macht. Umfang der Arbeit, die Prüfungsordnung gibt in der Regel den Mindestumfang der Arbeit vor. Es gibt aber durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie möchten auch eine Höchstzahl an Seiten nicht überschritten wissen, weil sie es wichtig finden, dass die Studierenden auch lernen, prägnant und präzise zu schreiben und nicht zu ausufern zu schreiben. Das ist natürlich total wichtig, das den Studierenden transparent zu machen, dass man diesen Anspruch hat. Zum Thema Betreuung, auch das sollte man explizit machen. Gibt es die Zwischenabsprachenmöglichkeiten? Geben Sie Rückmeldungen auf Textproben, auf die Einleitung, aufs Exposé und so weiter? Dann, wie sind Sie erreichbar? Sind Sie vielleicht in der Semesterpause nicht erreichbar oder zu bestimmten Zeiten erreichbar? Sind Sie auf Forschungsreisen und so weiter? Und damit verbunden auch die Frage, wie möchten Sie denn, dass die Studierenden mit Ihnen kommunizieren? Möchten Sie E-Mails bekommen? Möchten Sie, dass es in Listen eingetragen wird an der Tür für die Sprechstunde? Möchten Sie angerufen werden? Und was ich auch wichtig finde, ist ein Nachhaken erlaubt. Ich sage den Studierenden immer, dass wenn ich nach einer Woche nicht geantwortet habe, sie mir einfach die gleiche E-Mail ruhig nochmal schicken sollen, weil es bei mir manchmal so ist, dass was untergeht und sie sich das vielleicht sonst nicht trauen. Die Frage der Auswertung, bis wann wird die Arbeit bewertet, wird das Ergebnis besprochen, wird das Gutachten den Studierenden zugänglich gemacht? Das sind Fragen, die zu den Rahmenbedingungen gehören. Dann die Frage nach der Literatur. Geben Sie Unterstützung bei der Literaturauswahl? Wie viel Sekundärliteratur ist Ihnen wichtig? Gibt es Texte, Autorinnen und Autoren, die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten, die nicht fehlen dürfen? Die Frage, wie aktuell muss die Literatur sein? Und auch sehr wichtig die Frage, in welchem Umfang dürfen die Studierenden auf Internetquellen zurückgreifen oder eben auch nicht? Dann die Frage nach den Formalia. Gibt es an Ihrem Lehrstuhl Vorgaben zur formalen Gestaltung der Arbeiten? Und wenn ja, wo sind die denn zu finden? Welche Zitierweise soll genutzt werden? Wo soll die Arbeit eingereicht werden? In wie vielen Exemplaren? Das steht in der Regel in den Prüfungsordnungen. Das ist nicht immer in Ihrer Hand. Und dann nochmal so generell.
bei der Frage, was erwarten Sie denn als Leistung? Gibt es Hilfe bei der Erarbeitung der Fragestellung? Welche Leistungen wollen Sie im Großen und Ganzen sehen? Welches Können muss demonstriert werden? Die Frage, wie hoch darf und soll denn der Anteil der eigenen Stellungnahme der Studierenden sein in der Arbeit? Sehr beliebt ist auch die Frage nach dem Wörtchen Ich in wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist eine Stilfrage und auch eine Frage der Fachkonventionen, aber auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wie ist das bei Ihnen? Dürfen die Studierenden Ich schreiben? Wenn ja, warum und wo oder warum auch nicht? Und dann die Frage beim sprachlichen Stil. Worauf achten Sie besonders? Was akzeptieren Sie überhaupt nicht? Worauf legen Sie viel Wert? Das ist durchaus auch eine individuelle Frage. Ich persönlich mag es zum Beispiel sehr, wenn ich durch Arbeiten geführt werde, wenn mir am Anfang eines Kapitels gesagt wird, in diesem Kapitel geht es um dieses oder jenes. Ich kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das können sie überhaupt nicht leiden und sie finden das total redundant und ganz schrecklich, wenn jedes Kapitel so anfängt. Ja, und die Frage, was Ihnen vielleicht sonst noch wichtig ist, worauf Sie besonderen Wert legen, was Sie möchten, was die Studierenden wissen sollen. Und wenn Sie das alles überlegt haben, dann könnte der nächste Schritt sein, dass Sie das schriftlich formulieren und daraus eine Betreuungsvereinbarung machen. Und das würden wir jetzt in dem Workshop-Teil machen, der jetzt folgt. Aber vorab bin ich natürlich auch noch für Fragen und Kommentare offen. Dankeschön.